Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu den Sapiens. Ja, es ist hier 14:24 Uhr, aber es sind noch Sterne am Himmel. Und die Sapiens sind gerade wach geworden. Um 14:24 Uhr. Die sind ja wie meine Geschwister. Mitten in der Nacht. So, genau, nimm das mal mit. Warum auch immer. Du gehst buddeln. Braves Mädchen. Ja, wenn du das gemacht hast, was macht der hier hinten? Ah, Holzhacken. Sehr schön. Ja, wir brauchen ja hierfür, ne? Spalthölzer noch. Machen die sich hier hin und Personale. Mit Holzschnitzerei. Bewohner. Personale. Keine fähigen Bewohner. Persona Warum alla nicht? eta. Sona alla eta. Persona pona. Wer macht denn das? Persona. Sina pillen. Holzschnitzerei. Hier. Noch einer. Sina sona alla sona. Aber Dinge mit Holz und Stöcken herstellen. Persona alla eta. Ja, warum ist denn keiner da? Okay, das ist jetzt ein wenig komisch. Weil einer macht es doch. Oder ist es wieder eine, die jetzt schwanger ist und da jetzt das nicht mehr kann? So. Ja, natürlich. Gibt es noch irgendwen, der das kann? Ja, sieht nicht so wirklich so aus. Das ist super. Naja, dann soll sie das machen. Der hier hat das auch schon mal angerissen. Ja, den lassen wir das auch noch machen. Ja. Ja, das heißt, es dauert trotzdem alles wieder viel zu lange. So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder Futter. Habt ihr hier noch was? 117 Stück haben sie noch, das ist gut. Also wie es scheint, brauchen wir uns jetzt erstmal um Essen keine Sorgen zu machen. Oh, Himbeeren auch. Oh, verrotten in ein paar Tagen. Ja, sollten sie vielleicht mal, ne? Oh, die verrotten in ein paar nächstes Jahr. Ja, es ist innen und trotzdem verrotten die. Ja, gut. Was macht der da? Boah. Gibt es niemanden, der das gelernt hat, oder was? Kann doch nicht wahr sein. So. Ja. Ja, nee, den Bambus lassen wir noch. Man weiß nämlich nie, ob wir da nicht nochmal irgendwie was von brauchen. Wir haben ja hier eigentlich genug Bambus, ne? Ja, genau, nimm mit. So, dann wird hier noch gebuddelt. Ach, und ich habe schon wieder vergessen, die Sachen einzustellen. Ganzen Berufe. Ach, Herr Jemini. Na, dann muss ich das zur nächsten Folge machen. Ich weiß, das sage ich jetzt schon seit 20 Folgen, aber irgendwann werde ich es hinkriegen. Wer bist du denn? Aha. Haben wir noch mehr von dir? Nein, nicht so. Aber egal. Guck, irgendeiner kommt da schon angeflitzt. Nee, wir lassen das Hühnchen noch. Bis dann. Wie viel haben wir denn hier noch? Mit Billenpona. Sinapona. Mokupona. Gewinnen, ja. Doki. Missona. Imposona Pona. Dann schlachtet mal das Viech. Missona alla. Hier haben wir jetzt wieder einen dazu bekommen. Yep. Das ist doch schön.
Gelernte Tiere zerlegen. Okay. Noch irgendwas, was wir lernen müssen. Schauen wir mal. Töpfern. Ah ja, genau. Irgendwer sollte das Töpfern auch lernen. Wo haben wir denn den Lehm? Ist das hier Lehm? Ja. So. Könnt ihr euch das mal angucken? So, was haben wir hier Schönes? Okay. Und ich brauche immer noch einen Platz, wo ich ganz viel Erde abbauen kann. Denn wir brauchen viel Erde für unsere Wege. Wir haben auch sehr viel Stein. Vielleicht mache ich auch Steinwege, da können sie noch besser laufen. Liegt das Money hier eigentlich noch? Nein. Moment. Ah, warte, hier sind die Orangenbäume. Hier war Money doch irgendwo, oder? Wow. Hier sind Kürbisse, das ist auch gut. Das ist sehr gut. Aber da, wo Money war, waren auch Kokosnussbäume. Sag mal, bin ich schon wieder so blöd, dass ich die wieder nicht sehe? Ah, hier. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, niemand in der Nähe. Aber egal, ich werde die mal markieren, damit ich die auch aus der Entfernung sehe. So. Wenn wir uns da weit genug ausgebreitet haben, werden sie sich das Zeug schon schnappen. Okay. Vielleicht sollte ich noch mal ein paar Bäumchen pflanzen. Oder? Ja, ich denke. Weil wir brauchen viel Wald. Wir müssen da schließlich auch ständig wieder abholzen. Weil wir halt Holz brauchen. Ich mache mal hier den Bambus alles weg. Und zwar richtig weg. Hier viel Platz für Wald habe. Wie viele Bäumchen hätten wir denn jetzt? Es sind 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 6 sind 30. Ey, schon so spät und ich kann noch rechnen. Das gibt's ja nicht. So. Das Ding hier. Oh, wow. Verletzung ist komplett geheilt. Kann's ja nicht glauben. So, okay, jetzt mal gucken. Ich denke, ich werde von hier hinten die Erde nehmen. Wir werden dann hier so eine Kuhle machen. Wo die Jungs und Mädels einfach alles abgraben. Moment. Das können wir aber auch erst machen, wenn ich hier ein bisschen Ordnung reinbekommen habe. Was ich aber auch offline machen werde. Offscreen. Sag immer noch offline. Ich mach das jetzt schon 3-4 Tage länger als beim letzten Mal und ich sag's immer noch. Na gut, was willst du machen? So ist das halt, wenn man ein bisschen verpeilt ist. So, hier sind noch Betten. Ah, aber mich würde mal interessieren, wie viele Leute wir denn jetzt sind. So, Bewohner. Ja, wäre schön, wenn die sich selber zählen würden, aber... So. Der Typ hier... 18. 20. 23 haben wir. Wie viele Bettchen haben wir? Das hier außen, das sind alles genau 23 Stück. Und dann haben wir hier in der Mitte noch 7.
Die werden sowieso demnächst dann alle hier auf diese Häuser verteilt, auf die kleinen Blockhütten. Hier kommen sie dann zu 5 oder zu 6 rein, je nachdem. Und dann wird das hier auch so für Lager benutzt. Dann wird das alles ein bisschen weiter verschoben. Hier vielleicht zugemacht. Und ja, dann brauchen wir viel Platz. Wirklich viel Platz. So, sehr gut. Fleißige Leutchens. So, wo ist denn da sind die Kiefer? Ne? So. Der war ein bisschen verschoben. Wir brauchen viel mehr. So, jetzt weiter nach hier hinten. Ja. Okay. Na, den will er noch nicht. Ziert er sich da schon wieder? Ja, bisschen zurück. Okay. Dann lassen wir die erstmal das erledigen. Sind nämlich auch schon wieder ein paar Bäumchen. Oh, aber hier habe ich ja uiuiui, richtig verkackt. Oh Gott. Ach so, ne, Moment, hier kommt ja auch noch was hin. Ah. Ah. So. Das ist gut. Fruchtbare Erde und einfach nur Erde. So. Hier ist schon wieder jemand am rumknuspern. Wartet nächstes Jahr. Was ist hiermit? Auch nächstes Jahr. 36 Portionen? Nicht schlecht. Dann lasse ich hier mal den einen oder anderen. Ein bisschen Huhn. Habe ich Huhn? Da werden wir sehen. Ich mache mal 10 Huhn. Ja, Huhn haben wir. Jetzt Alpaka. Dann machen wir mal. Ja komm, machen wir auch erstmal 10. So. Mammut haben wir nicht mehr. Nein. So. Haben wir Moa noch? Das Viech haben wir nicht mehr. Okay. Ja, macht ja nichts. Gut, gut. Da sind sie am Graben. Sinapona alla pona. Bona. Ja, Bob Marley, was machst du hier die ganze Zeit nur futtern oder was? So. Sind Hühner. Ja, hier ist Huhn. Verschwindet nächstes Jahr. Wie verschwindet? Ist das nicht mehr gut, oder was? Hier steht verrottet jetzt. Ah, ein gekochtes verschwindet nächstes Jahr. Haben die das Gekochte hier mit reingeschmissen? Moment mal. Da kommt das Gekochte rein. Wieso ist das Gekochte hier mit drin? Ah, okay. Huhn? Aber nur das nicht gekochte. So. So, mal gucken. Was ist hier? Ach, Flöte. Okay. Okay. Haben wir das immer noch nicht? Verrottet in ein paar Tagen. Ja, sehr schön.
Missona alla. Wo ist denn jetzt der, der das mit dem Dings hier lernen sollte? Ach da. Ach Mädchen, du brauchst aber ewig lange. Ey, der ist auch wieder komplett geheilt. Ich kann es ja kaum fassen. So, einmal den Überblick und ein bisschen beschleunigen. Kumupa lernte Pflanzen. Ja, das ist ja schön. Ach, Mensch Mädel, du sollst nicht futtern, du sollst lernen. Seh zu jetzt mal. Ja, Kuya hat sich schon wieder verletzt während des Pflanzens. Kann ja nicht wahr sein, oder? Awake. Wie jetzt? Zu dir wollte ich aber gar nicht. Bona. Genau zu der wollte ich. Ja. Ach komm schon. Kann doch nicht wahr sein. Na, jetzt gleich. Ja. Dein Stamm hat Lehm entdeckt. Bei ihren Nachforschungen entdeckten sie, dass Barro seine Form behält, wenn es austrocknet. Barro? Eben hieß das Ding noch Lehm. Aber gut. Wenn es austrocknet, was können wir sonst noch damit machen? Lernen. Ihr könnt nur lernen. Wo willst du damit hin? Drinnen trocknet das aber besser. Ah, gut. Braves Mädchen. Ah, hier war alles. Okay. Dann haben wir hier Steinguttöpfe. Kann er nicht lernen? Aber jetzt können sie das. Sehr gut. Was machst du denn hier? So halb in der Erde und halb im Haus. Okay. Das wird getrocknet. Gucken, kann ich das denn schon aufstellen? Nein, kann ich noch nicht. Holzbank, Holztreppe. Ja. Das ist gut, aber für Holztreppe und Holzbank brauchen wir erstmal eine Menge Holz. Okay, ich finde, wir haben keinen Huhn mehr. Dann sollte hier noch einer Spaltholz herstellen lernen. Mach mal, wir brauchen noch Minimum 20. Mindestens. Gut. Da sind noch 11. Oh, 11 Stück nur noch. Das ist nicht mehr allzu viel. Na gut, dann muss die Kiefer hier auch noch dran glauben. Mokupona. Ja, das ist eingepflanzt alles. Nach hierhin will ich mich ja ausbreiten. Das bedeutet, hier vorne kommt definitiv kein Wald hinten, nur in diese Richtung. Ja. Hier muss auch noch alles begradigt werden. Weil wir wollen ja nichts Schiefes haben, nicht wahr? So. Da muss auch noch hier. Genau dieser hier. So, mach das mal weg. Der Hack da. Ey, da fehlt noch ein Bäumchen. Warum macht den denn keiner? Naja, die haben ihren eigenen Kopf. Solange es irgendwann dann doch so kommt, wie ich es haben will. Von mir aus. Ja, im Allgemeinen machen sie ja, was ich sage. Ansonsten, ja, mit dem Rest kann ich leben. Denn das da hinten. Deine. Das sah von zu Hause aus wie ein riesiger Pilz. Ja, wir müssen auch Steine sammeln. Nicht nur zum Verarbeiten hier.
sondern auch für die Wege, damit wir Steinwege herstellen können. Erst probiere ich es natürlich mit ganz normal Erde. Aber später machen wir lieber Steine. Dann kommt die Moderne halt immer näher. So, wir haben es jetzt 3 Uhr noch was, meine Freunde. Die Sapiens werden bei Bubu machen gehen. Es ist nämlich dunkel. Das heißt für uns, wir verabschieden uns jetzt voneinander. Nein, nicht traurig sein. Brauchst nicht weinen. Wir sind ja morgen wieder zusammen. Ist kein Problem. Dann, bis morgen wünsche ich euch alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Ja, und schaltet wieder ein. Macht's gut.